Herzlich willkommen zur Fachsession über Rahmenverträge und gemeinsame Beschaffungen. Mit Beispielen von öffentlichen Stellen, die koordinierte Beschaffungen von IT-Lösungen durchführen, gehen wir das Thema an. Mein Name ist Matthias Günther, ich bin der Präsident von CH Open und Inhaber der Firma Gnostics GmbH. CH Open setzt sich in der Schweiz ein für Open Source und ist ein Mitorganisator dieser Veranstaltung. Wir hören zuerst drei Vorträge, am Schluss gibt es dann noch eine kurze Diskussion mit den Referenten gemeinsam. Daher werde ich die Fragerunden der einzelnen Vorträge relativ kurz halten, damit wir dann eben noch Zeit dafür haben. Jetzt zum ersten Vortrag von Immo Noack, Teamleader bei Procurement Switch. Er wird uns Rahmenverträge und Konditionsverträge näher bringen. Switch koordiniert in dieser Rolle die Bedürfnisse der Hochschulen und war eigentlich meiner Meinung nach immer schon eine coole Firma, ein potenzieller Arbeitgeber, das fand ich immer cool, was ihr macht, so auch schon die Netzwerke und alles. Und jetzt erfahren wir etwas aus erster Hand. Immo? Okay, vielen Dank. Ja, ich freue mich natürlich, dass Sie so zahlreich hier sind. Ich muss offen gestehen, ich hatte eigentlich ein viel kleineres Publikum erwartet. Ich bin völlig überwältigt, dass plötzlich so viele Anmeldungen gekommen sind für diese Parallelsession. Ich werde jetzt keinen juristischen Exkurs über Rahmen oder Rahmenvereinbarungen machen hier, sondern ich werde wirklich einen Praxisbericht machen. Wie machen wir Rahmenverträge? Was können wir überhaupt machen und was können wir nicht machen? Und wenn Sie jetzt das Wort Switch hören, dann muss ich Sie gleich mal fragen, wer kennt Switch überhaupt? Die meisten von Ihnen. Und wie viel wissen von Ihnen, was wir wirklich machen? Neben dem, wenn ich sage Registry und Registrar-Tätigkeit, wenn wir das weglassen. Was machen wir sonst noch? Das ist eben genau das, was ich erwartet habe. Switch ist, ich gehe schnell auf Switch ein, ist eine privatrechtliche Stiftung, 1987 gegründet. Die Eidgenossenschaft und die damaligen 8 Universitätskantone waren unsere Gründungsmitglieder. Switch ist immer mehr gewachsen. Der Sinn der Stiftung war dazu mal die Erbringung von ICT-Dienstleistungen zugunsten der Hochschullandschaft in der Schweiz. Die Registrar-Sache, die kam eigentlich dann später dazu und befindet sich ja jetzt auch im Umbruch. Im Laufe der Zeit haben sich vor allem drei Säulen bei Switch hervorgehoben. Das ist einerseits mal das Netzwerk, die Sicherheit, ICT-Sicherheit und Identity Management für die Hochschulen. Und ich glaube, in diesen drei Säulen oder in diesen drei Bereichen ist Switch wirklich gut. Aber natürlich in typisch schweizerischer Manier wird nicht davon gesprochen, tu Gutes, aber sprich nicht darüber. Aber wie Sie schon sehen, es sind immer die Hochschulen, auf die wir uns konzentrieren. Und wenn Sie das hier jetzt sehen, das ist effektiv, wenn ich sage Netzwerk, vielleicht sehen Sie es nicht so genau, das ist effektiv das Netzwerk, das Switch unterhält. Also das Rote, was Sie hier sehen, das sind Glasfaserkabeln, die von Switch unterhalten werden. Und darauf garantieren wir auch die Sicherheit und das Identity Management läuft auch über das. Also, und wenn Sie genau hinsehen, Sie können sich lesen natürlich, aber Sie sehen hier alles, die Punkte hier, das sind dann alles die Hochschulen, die wir miteinander verbinden. Falls Sie an einer Hochschule waren, werden Sie wahrscheinlich auch Ihre Hochschule darauf wiederfinden. Hier im Raum Zürich ist natürlich das ganze ETH-Bereich sehr stark vertreten. Wieso gibt es überhaupt uns hier jetzt von Switch Procure? 2012 kamen die Hochschulen, unsere Stiftungsmitglieder, auf Switch zu und sagen, wir wollen nichts mehr mit Microsoft, Adobe, Maple, was immer zu tun haben. Es wird uns einfach langsam zu viel. Macht ihr das für uns? Sie gaben also Switch den Auftrag, für sie Rahmenverträge abzuschließen. Und es geht hier also nicht nur um die Rahmenverträge effektiv, sondern es geht auch, was wir mit der Zeit herausgefunden haben, es geht vielmehr auch noch um den Informationsaustausch
unter den Hochschulen und in Bezug auf diese Rahmenverträge. Also es ist nicht nur wichtig, dass wir einen super guten Rahmenvertrag mit tollen Konditionen abschließen, sondern die Hochschulen wollen auch davon Bescheid wissen. Und sie wollen auch dann die Konditionen wissen. Und das Gute daran ist, weil alle Hochschulen im gleichen Rahmenvertrag drin sind, ist es auch transparent. Es ist also nicht mehr so, dass die eine Hochschule einen Vertrag hat mit 10% Zinsen und, oder nicht 10% Zinsen, Vergünstigung oder Rabatt, sondern es haben alle Hochschulen denselben Rabatt. Und wie machen wir denn das jetzt? Oder einfach, welches sind unsere Kunden natürlich? Und Sie sehen hier auch gleich ein Teil, welches die ganze Sache wieder etwas komplizierter macht. Also unsere Kunden sind der ETH-Bereich, die EPFL, ETH Zürich und die vier Forschungsanstalten, welche BÖB, FÖB unterstehen. Es sind die Universitäten, die kantonalen, welche kantonale Gesetze und Verordnungen haben. Es sind die Fachhochschulen, die pädagogischen Hochschulen und soweit als möglich auch die Universitätsspitäler. Und bei jeder Beschaffung gibt es unterschiedliche Richtlinien, Gesetze, Verordnungen. Das macht das Ganze etwas schwierig. Sie werden das ja alles kennen, bestens. Und wenn Sie mich jetzt so reden hören und sagen, ja, gemeinsame Beschaffung, dann werden Sie ja natürlich alle sagen, ja, das ist ja eine gute Sache. Wenn ich das den Hochschulen sage, da ist die Reaktion genau gleich, ist ja eine tolle Sache, macht ihr das für uns, das ist wirklich super. Und wenn es dann wirklich um die Umsetzung geht, wird es wahrscheinlich dann eher so aussehen. Es gibt immer sehr viele Wenn und Aber. Und das ist eigentlich auch das große Problem, welches wir haben, diese Wenn und Aber. Es ist also nicht nur so, dass alle mit Begeisterung, am Anfang sind sie mit Begeisterung dabei, aber dann gibt es immer wieder, oh, wir sollten noch und wir könnten doch noch und wir müssten. Und wie lösen wir dieses Problem? Wie ich schon gesagt habe, der Informationsfluss ist einfach sehr wichtig unter den Hochschulen. Und darum haben wir auch eine Arbeitsgruppe gegründet, diese Switch Procure, ist eine typische Switch-Lösung mit diesen Arbeitsgruppen. Pro Institution, also pro Hochschule so, gibt es eine Vertretung. Und wir machen halbjährliche Sitzungen. Dann gibt es eine Expertengruppe, weil nicht jeder ist ein Experte auf einem bestimmten Gebiet. Also nicht jeder von den Hochschulen ist zum Beispiel ein typischer Experte auf Adobe-Lizenzierung oder Microsoft-Lizenzierung, um die bekanntesten zu nennen. Und darum haben wir quasi eine Subgruppe, diese ist Expertengruppe. Und diese setzt sich eigentlich ein bisschen dynamisch zusammen. Besteht aus ungefähr 10 bis 12 Mitgliedern und kommt vierteljährlich zusammen. Und dann, das ist der große Vorteil, welches wir jetzt auch haben, wir können Informationstreffen organisieren. Das sieht dann genau ähnlich aus wie jetzt hier, nur dass hier halt dann die Vertreter der Hochschulen sitzen und hier sitzt der Vertreter der Firma. Und wenn wir einen neuen Vertrag haben, dann kann er ihn vorstellen, es können die Fragen direkt auf ihn zukommen. Also es muss nicht mehr jeder Vertreter, der Anbieter muss mit jeder Hochschule einzeln reden gehen, sondern wir organisieren diese Treffen. Und natürlich gibt es auch noch Mailinglisten und Newsletters. Und für mich ist das eigentlich neben guten Rahmenverträgen und guten Konditionsverträgen ist eigentlich das fast das Wichtigere noch dazu her. Einfach dieser Informationsfluss, dieser Informationsaustausch. Und wenn Sie Hochschulen kennen, dann wissen Sie auch, wie schwierig es ist, die jeweiligen richtigen Bezugspersonen zu finden. Beispiel: Universität X sagt, ich frage Sie an, seid ihr an Red Hat, irgendjemand am Vertrag Red Hat interessiert? Der mir zuständige Person sagt, Red Hat spielt bei uns überhaupt keine Rolle. Ich frage Red Hat, gibt es hier wirklich an dieser Uni keinen Vertreter für Red Hat? Und die sagen, nein, die Uni X ist einer unserer wichtigsten Abnehmer von Red Hat. Und genau das ist eben auch das Problem an Universitäten. Vielfach weiß dieses Institut nicht, was das andere Institut macht und die zentrale Einheit weiß es halt häufig auch nicht. Es sind einfach diese Mechanismen von Hochschulen, die nicht immer ganz einfach sind und darum ist der Ausbau dieses Informationsflusses für uns wirklich sehr wichtig. Wie gehen wir denn vor bei Rahmenverträgen? Wie gesagt, wir haben diese Arbeitsgruppe
Und in dieser Arbeitsgruppe werden die Prioritäten definiert. Wo drückt euch der Schuh am meisten? Also es geht, wir tun nicht von uns aus selber sagen, okay, wir möchten jetzt mit dieser und dieser Firma verhandeln, sondern die Hochschulen geben uns den Auftrag und sagen, wir wollen, dass ihr mit dieser Firma verhandelt. Wir machen entsprechende Umfragen. Wir bauen das Produktewissen auf. Auch wir müssen ja ungefähr wissen, um was es geht, wenn wir lizenzieren. Auch zusammen mit der Expertengruppe natürlich. Wir machen anschließend eine Kundenumfrage. Von wie vielen Lizenzen reden wir? Wenn ich zum Anbieter XY gehe, wird seine erste Frage sein, von was reden wir hier? Von wie vielen Lizenzen? Reden wir von 10 Lizenzen? Reden wir von 1000 Lizenzen? Reden wir von 10.000 Lizenzen? In welchem Zeitraum? Wenn wir diese Angaben nicht haben, dann wird das Ganze sehr schwierig. Also dann ist eine Verhandlung extrem schwierig. Wir führen anschließend die Vertragsverhandlungen, zum Teil mit den Hochschulen, zum Teil machen wir sie auch selbstständig. Wir versuchen, den Vertrag abzuschließen. Wir führen diese Informationsveranstaltung durch, die ich am Anfang erwähnt habe. Und wir definieren auch einen Verkaufskanal. Der Verkaufskanal ist nicht über Switch, sondern er ist ganz wie gewöhnlich über die Zwischenhändler, über die LSPs, über die LAS, wie sie auch immer sich nennen. Also es fließt kein Geld über Switch bei diesen Verträgen. Das ist auch das Konstrukt, das wir so haben. Es gibt den eigentlichen Rahmenvertrag, den wir aushandeln. Es gibt im Laufe der Zeit allenfalls Amendments dazu, die halt dazukommen. Ich sage jetzt ein Datenschutz-Amendment oder irgendeine Zahl wird heruntergesetzt. Die Hochschulen machen anschließend einen Beitritt zu diesem Rahmenvertrag. Sie unterzeichnen also ein Beitrittsformular und dann erfolgt die Bestellung. Und die Bestellung untersteht natürlich dann auch wieder den üblichen Ausschreibungsverpflichtungen. Das können wir nicht übernehmen, weil es gibt einfach zu viele verschiedene Verordnungen, Gesetze, Richtlinien, nach denen sich die einzelnen Hochschulen richten müssen. Also das ist wiederum einfach Sache der Hochschulen. Wobei, das ist ein kritischer Punkt jetzt, wenn ich ein typisches Produkt aus Redmond ausschreibe, bewerben sich üblicherweise 4 LAS für diese Ausschreibung. Und da ist es natürlich dann ein bisschen schwierig zu sagen, okay, da spielt noch ein gewisser Wettbewerb, weil es sind immer wieder die gleichen, maximal 4 Zwischenhändler, die sich für diese Sache bewerben. Für mich langsam ein kritischer Fall, weil der Aufwand für die Hochschulen ist einfach immens für diese Ausschreibungen. Und wenn Sie wissen, dass der Unterschied schlussendlich relativ klein ist, das sind ein paar tausend Franken, die der Unterschied ausmacht, dann muss man sich wirklich fragen, für was diese Ausschreibungen. Die wichtigen Eckpunkte sind jetzt eigentlich, die Institutionen bestimmen die Prioritäten und die Hersteller, habe ich mal genannt. Die Vertragsdauer ist üblicherweise 3 Jahre mit der Option auf eine Verlängerung 1 Jahr, vielleicht 2 Jahre. Es ist absolut freiwillig für die Institutionen, dass sie diesem Rahmenvertrag beitreten. Wir versuchen natürlich die Konditionen so zu machen, dass sie wirklich attraktiv sind. Also eine Hochschule muss dann schon sehr spezifische Gründe haben, wenn sie diesem Rahmenvertrag nicht beitreten will. Es ist aber immer noch der Hochschule überlassen, ob sie das möchte oder nicht. Wir versuchen auch den Gerichtsort immer in die Schweiz zu verlagern und nicht in Irland oder in Redmond oder wo auch immer. Wir versuchen immer den Datenschutz mit einzubeziehen in unsere Verträge. Und was auch noch wichtig ist, das haben wir jetzt auch langsam herausgefunden, der Austausch mit den umliegenden Ländern, Deutschland, Österreich, ist einfach sehr wichtig. Bis vor kurzem war die Schweiz, oder ist es immer noch, einfach eine Hochpreisinsel. Die Lieferanten haben hier verdient. Und wenn Sie dann die Preise sehen, die in Deutschland angeboten sind oder in Österreich, dann geraten Sie in Stocken.
Natürlich reden wir von anderen Volumen in Deutschland. Nichtsdestotrotz sind die Preisunterschiede also manchmal schon sehr gewaltig. Und darum ist dieser Austausch ist einfach essentiell. Ohne das wären wir auch ein bisschen hilflos, weil die großen Universitäten haben schon einen guten Rabatt und die kleinen Universitäten möchten einen guten Rabatt. Wie findet man sich da? Was ist der Mehrwert der ganzen Sache? Wir haben höhere Rabattstufen für alle, weil wir bündeln ja die Interessen. Wir haben Transparenz. Es sind für alle Hochschulen sind dieselben Bedingungen da. Es sind die vereinfachten Abläufe. Nicht mehr jede Hochschule muss mit dem Lieferanten verhandeln. Das ist gerade also ein kritischer Punkt übrigens noch. Weniger Administration. Ich brauche weniger Personal, das mit dem Hersteller verhandelt. Es sind effizientere Verhandlungen, auch für den Hersteller. Es ist für den Hersteller viel interessanter, wenn er nur noch mit einem verhandeln muss, als wenn er mit 43 potenziellen Hochschulen in der Schweiz verhandeln muss. Das mit den Verhandlungen, das drückt sich übrigens auch auf der Gegenseite aus. Also ich sage hier jetzt ganz konkret das Beispiel Adobe. Der Adobe-Verhandler, der Person, mit der wir Verhandlungen führen, der war bis vor ein paar Jahren war der für Süddeutschland zuständig. Dann kam die Schweiz dazu, dann kam ganz Deutschland dazu, dann kam Österreich dazu, dann kam Russland und Polen dazu und jetzt ist noch der Nahe Osten dazugekommen. Also wenn Sie das sehen, das ist eine Person, die dieses Gebiet abdecken soll. Und wenn diese Person dann nur mit uns verhandeln muss für die Schweiz, ist es natürlich viel einfacher für Adobe, auch entsprechende Konditionen zu machen. Also wir hoffen, dass auch der Hersteller seine Vereinfachungen an uns preislich weitergibt. Wir lassen all unsere Verträge durch Legal kontrollieren. Also nicht mehr jede Hochschule muss den Vertrag bei Legal abgeben, sondern wir machen das für sie. Es gibt eine verbesserte Marktdurchdringung, ist natürlich für den Lieferanten. Er hat den Schuh somit in der Hochschule, wenn er mit uns spricht. Es gibt weniger Firmenpräsentationen. Das ist schön, aber muss nicht sein. Und für den Lieferanten hat er womöglich eine gute Referenz dann. Was sind die Herausforderungen, die wir jetzt so langsam mit der Zeit gemerkt haben? Es sind bestehende Verträge. Es gibt Verträge, die wurden schon geschlossen, bevor wir existierten, haben eine Laufzeit von ein paar Jahren, die wurden auch immer verlängert. In diese Verträge jetzt einen neuen Rahmenvertrag reinzupflegen, ist einfach schwierig. Typisches Beispiel, vielleicht Ihnen bekannt, SPSS. Viele Hochschulen haben bestehende SPSS-Verträge, die jetzt dann langsam auslaufen. Aber hier jetzt einen Rahmenvertrag reinzubringen, ist einfach extrem schwierig. Und dass diese Hochschulen dann auch unterschiedliche SPSS-Konditionen haben, ist natürlich klar. Aber es ist sehr schwierig, in ein bestehendes Konstrukt rein einen neuen Vertrag reinzubringen. Am idealsten ist es, wenn ein Hersteller seine Lizenzierungsmethode ändert. Wenn er ändert von, ich sage jetzt Kauflizenzen, wie es früher üblich war, geht über zu Mietlizenzen, dann ändert das ganze Lizenzmodell und dann ist eigentlich der ideale Zeitpunkt für einen Rahmenvertrag aus unserer Sicht. Es ist dieser freiwillige Beitritt, ich habe das schon mehrmals gesagt, und wir haben natürlich unterschiedliche Interessen von den Institutionen, von den Herstellern und von den Vertriebspartnern. Jeder möchte natürlich sein Stake rausziehen, möglichst irgendetwas reinbringen, das für ihn möglichst vorteilhaft ist. Also hier den größten gemeinschaftlichen Nenner zu finden, ist nicht immer ganz einfach. Und dann die Beschaffung, einfach diese unterschiedlichen Vorgaben vom Bund, Kantone und die internen Vorgaben, die die Institutionen haben, machen das Ganze nicht immer einfach. Und diese Arbeit können wir halt leider nicht abnehmen. Wir könnten sie abnehmen im Auftragsverhältnis, aber es nützt uns nicht viel, wenn uns eine kleine PH, sage ich einmal, den Auftrag gibt, bitte führt uns diese Beschaffung durch, diese Ausschreibung durch. Und dann kommt die Uni Zürich als größere Universität kommt dazu und sagt, ja, aber wir wollen auch teilhaben, dann haben wir schon wieder völlig verschiedene
Vergabemethoden und Grenzen und so, das macht es einfach extrem schwierig für uns. Hier, ich komme jetzt auch langsam zum Ende von meinem Vortrag, Rahmenvertrag Adobe, damit Sie ein konkretes Beispiel haben. Was haben wir hier alles geregelt? Einerseits mal haben wir klar definiert, wer ist bezugsberechtigt. Es sind üblicherweise wirklich die Hochschulen, Universitäten, ETH-Bereich. Es ist die Laufzeit des Vertrages, die Produkte, die abgedeckt werden mit diesem Vertrag und die Preise. Wobei bei den Preisen ist natürlich zu sagen, welcher Preis effektiv dann der Zwischenhändler an die Hochschule weitergibt, das ist dann nicht unsere Sache. Wenn der Hersteller oder der Partner eine 4% Marge haben will, was relativ viel ist im Hochschulumfeld, dann hat das eine 4% Marge. Wenn der Hersteller oder der Zwischenhändler nur 2% weitergibt, dann gibt er nur 2% weiter. Also auf das haben wir keinen Einfluss. Es gibt die Bestellmöglichkeiten, die wir versuchen zu definieren, und die Lizenzmetriken und die Einsatzmöglichkeiten. Also das heißt, darf ich das Programm XY auch zu Hause für meinen Sportclub benutzen oder darf ich das nicht? Darf ich das nur in meinem Geschäft oder in der ETH oder in der Uni benutzen oder darf ich das nicht? Wir versuchen den Support zu definieren, dass das auch klargestellt ist. Wie, wenn ich ein Problem habe, wenn ich paketieren will, die Software, an wen kann ich mich wenden, wenn es Probleme gibt? Auch dieses ist definiert. Compliance ist geregelt durch Legal. Was wir immer bei den Rahmenverträgen ausschließen, dass wir Switch eine Haftung übernehmen. Wir können nichts dafür, wenn, da ich jetzt bei Adobe bin, bleibe ich Adobe, wenn Adobe ein fehlerhaftes Produkt auf den Markt bringt und anschließend stürzt Ihnen dieses Programm ab und Sie haben einen Verlust von 500.000, weil Sie im entscheidenden Moment das falsche Tastatur gedrückt haben. Das können wir nicht übernehmen und das schließen wir auch explizit aus. Hier gilt jetzt wirklich Schweizer Recht und Gerichtsort. Wir haben die AGBs gelesen und die Produkt-Use-Rights. Und wenn Sie jemals diese AGBs und die Produkt-Use-Rights von Adobe oder Microsoft gelesen haben, wissen Sie, was das für eine Anstrengung ist, sich da durchzurackern. Und wir haben auch hier speziell mit diesem Vertrag eng mit den deutschen Kollegen und mit den österreichischen Kollegen zusammengearbeitet. Das hat hier dazu geführt, dass wir jetzt wirklich in dieser Region überall dieselben Preise haben. Hat einmal geklappt, ausnahmsweise. Fazit. Für uns es lohnt sich eindeutig diese Rahmenvereinbarung für die Hochschulen. Es ist ein immenser Aufwand eigentlich damit verbunden. Wir sind ein bisschen blauäugig in die ganze Sache reingegangen, aber es lohnt sich wirklich. Ganz besonders bei Standardprodukten, die ein weites Umfeld benötigt. Wenn Sie einzelne Produkte haben, die nur ein Institut benötigt, dann lohnt sich das nicht. Bei uns ist die kritische Größe, wir reden davon, dass 5 Universitäten Interesse haben müssen an einem Vertrag. Sonst wird es kritisch und. Sie müssen dann schon wissen, wie viel Aufwand Sie dafür einsetzen wollen. Es gibt direkte und indirekte Kosteneinsparungen. Natürlich, wenn die Lizenz jetzt anstelle 20 Franken nur noch 15 Franken kostet, da haben Sie direkt eingespart. Wenn Sie weniger Personal für die Lizenzverhandlungen einsetzen müssen, sondern diese anderweitig einsetzen können, haben Sie Personalkosten eingespart. Die können wir aber schlichtweg nicht beziffern. Wir rechnen aber rein von den Lizenzkosten, dass wir unsere Rahmenverträge, die wir bis anhin abgeschlossen haben, ungefähr Einsparungen von 2,5 Millionen für die Schweizer Hochschulen gebracht haben pro Jahr. Der Informationsaustausch ist einfach essentiell, sonst springen Ihnen die Leute ab. Und das ist wirklich extrem. Was auch noch ein bisschen Hindernis sind einfach diese Partikularinteressen. Das ist der letzte Punkt, aber einfach noch als Beispiel. In Holland gibt es eine ähnliche Organisation wie Switch, Surf und Surf Market. Surf Market ist ziemlich marktführend in Holland und schließt für den gesamten Edu-Bereich in Holland Microsoft-Vertrag ab.
mit einem Volumen von 30 Millionen und Adobe-Vertrag mit einem Volumen von 12 Millionen. Die Konditionen, die Sie erzielt haben durch das, die sind einfach unschlagbar. Also wenn es da jemanden gibt, der nicht da aufspringt, dann hat er schon sehr spezielle Interessen. Aber die Preise sind einfach so gut, dass man sie einfach machen muss. Auch wenn Sie vielleicht einen Softwareprodukt mehr haben, als das Sie effektiv benötigen. Aber rein preislich gesehen unschlagbar. In der Schweiz ist es natürlich immer so ein bisschen, man kommt dann und sagt, ja, aber ich hätte noch gern dieses Produkt und dieses sollte noch da sein. Und das ist einfach ein bisschen hemmend. Und so bringen Sie auch nicht das entsprechende Volumen zusammen, was dann alles wieder ein bisschen schwieriger macht. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, für die großen Verträge lohnt sich das Ganze wirklich. Und jetzt bin ich fertig. Besten Dank, Immanuel. Ist gerade noch eine Frage? Für mich ist die Frage nicht ganz klar, jetzt bei mir, die Preise. Das heißt, es sind einheitliche Preise und vorher haben Sie erwähnt, ist dann je nach Händler noch die Marge 2 und 4%. Wie muss ich das verstehen? Nein, der Zwischenhändler gibt 2 oder 3, 4%. Jawohl, aber wenn ich einen Rahmenvertrag habe, dann gehe ich davon aus, dass alle Teilnehmer vom Rahmenvertrag die gleichen Preise haben. Die Konditionen, oder ist... Das ist... Weil wir nicht direkt verkaufen, sondern immer der Zwischenhändler und der bietet allenfalls auch zusätzliche Dienstleistungen an. Und wäre dann das nicht von Vorteil, die 4% für alle Universitäten, für alle PHs auszuhandeln, dass man dann immer mit dem gleichen Händler, das wäre doch das Optimale. Das würde ich gerne machen, ja. Gut. Aber es ist einfach sehr schwierig. Ja. Wie funktioniert das nachher, wenn man eine Submission machen muss? Wie wird dieser Rahmenvertrag da eingebunden? Das verstehe ich nicht ganz. Sie beziehen sich dann auf diesen Rahmenvertrag und auf die entsprechenden Konditionen. Also Sie wissen, ich von der Uni Bern brauche 1000 Microsoft-Lizenzen und schreiben dann diese Lizenzen aus und sagen aber, die Preise basieren auf dem ausgehandelten Rahmenvertrag. Also es ist nicht irgendwie, wenn Sie nicht auf diesen Switch-spezifischen Vertrag Bezug nehmen, nicht beitreten, dann heißt es einfach, okay, Uni Bern, Preislevel so und so viele Studenten, so viele Mitarbeiter, Preislevel B. Ich habe dann ein eigenes Kriterium, das besagt, kann man anbieten, wer diesen Rahmenvertrag akzeptiert. Ja, also schlussendlich entscheidet ja der Preis. Und demzufolge müssen Sie beitreten, so in dem Stil. Okay, sonst noch eine Frage? Okay. Ist Office 365 ein Thema bei der Fachhochschule in der Universität? Office 365 Lizenzen mit Lösung. Ja, die ist ja ist ein heißes Thema. Office 365. Sie kommen hier wirklich mit einem heißen Thema. Es ist ja dabei. Es wird auch gratis verteilt, nicht überall zur Freude der Universitäten, aber Microsoft distributiert das ja an die Universitäten im großen Umfang. Also sie können es gratis beziehen und es ist dabei. Aber es ist ein heißes Thema, auf das ich jetzt lieber nicht eingehen möchte. Besten Dank. Vor etwas mehr als einem Jahr habe ich zum ersten Mal von E-Operations gehört. Dann habe ich eigentlich beschlossen, ja, das muss ich mir mal ansehen. Das habe ich bis jetzt nicht gemacht, aber jetzt ist die Gelegenheit, um das nachzuholen, weil Daniel Gruber, Vizedirektor des EJPD, stellt uns das Konzept E-Operations Schweiz vor. Ja, ich bin Vizedirektor im Bundesamt für Justiz. Das ist eine Einheit des EJPD. Und wenn Herr Noack Ihnen vorhin die Frage gestellt hat, was wissen Sie, was Switch macht, außer das Registrieren und ein bisschen Schweigen herrschte, denke ich, wird das Gleiche sein, wenn ich frage, wissen Sie, was das Bundesamt für Justiz macht, außer Gesetze, wird das ziemlich ähnlich sein. Wir sind
das Kompetenzzentrum Recht, aber rund die Hälfte unseres Tätigkeitsfeldes ist im Registerbereich. Also bei uns ist die Oberaufsicht über das Grundbuch, Zivilstandswesen, Strafregister, Betreibungswesen und das Handelsregister angesiedelt. Und im Rahmen von E-Government will man ja eigentlich diese Register alle vernetzen. Beim Zivilstandswesen hat man das so geschafft, dass man ein System für die Schweiz gebaut hat. Beim Strafregister ist das auch so. Beim Betreibungswesen haben sie ungefähr 400 Betreibungsämter in der Schweiz, die vernetzt werden müssen. Beim Handelsregister sind es 26, eines pro Kanton. Und bei den Grundbüchern sind sie fast Sonderzahl, weil da ist dann die kantonale Ausprägung ganz virulent, da ist das teilweise auf Gemeindestufe. Und wir in meiner Abteilung beschäftigen uns mit dieser Vernetzung und sind dann auf verschiedene Problematiken gestoßen. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Die Industrie hat ein Interesse, Betreibungen elektronisch abzuwickeln. Also dass man nicht mehr alles auf Papierformulare ausdrucken muss, in Umschläge stecken und dann noch herausfinden muss, an welches Betreibungsamt man das schicken soll, sondern dass man den ganzen Prozess eigentlich ab seiner Buchhaltungssoftware automatisch und elektronisch machen kann. Und gleichzeitig auch dann, dass die Betreibung auch elektronisch abläuft in den Betreibungsämtern. Und das bedingt eine Vernetzung über diese Betreibungsämter hinaus. Das ist schon schwierig genug, weil sie haben ungefähr 200 Lokalfürsten, die da mitreden, wie das dann geschehen soll. Das ist ein bisschen eine ähnliche Problematik, die Herr Noack auch hat mit den Partikularinteressen an den Universitäten. Wir sind heute so weit, dass wir pro Jahr 500.000 elektronische Betreibungen machen. Das Gesamtvolumen an Betreibungen in der Schweiz sind 2,5 Millionen. Etwa 500.000 kommt aus privater Hand und etwa 2 Millionen kommen aus industrieller Sicht, also sind vor allem Versicherungen, Steuerämter, Krankenkassen, Großgläubiger, die da tätig sind. Und da haben wir jetzt 500.000 solche Betreibungen und um diesen Verbund oben darüber zu finanzieren, kostet jede elektronische Betreibung 1 Franken. Das heißt, wir haben eine Einnahme von 500.000 pro Jahr, um das System weiterzuentwickeln. Und wer in der öffentlichen Hand arbeitet, kennt die Begriffe Jährlichkeitsprinzip, Spezifikationsprinzip und Bruttoprinzip. Bruttoprinzip heißt, Einnahmen dürfen nicht mit Ausgaben verrechnet werden. Also ich darf meine 500.000 nicht brauchen, um das System weiterzuentwickeln, sondern ich muss jedes Jahr dem Parlament wieder diese 500.000 beantragen. Und wenn das Parlament findet, wir wollen jetzt ein bisschen sparen, es ist doch verrückt, was der Bund für Informatik ausgibt. Und sowieso die Kollegen im Bundesamt X haben gerade irgendwie 3 Millionen versenkt. Dann ist die Stimmung gar nicht gut und dann wird gekürzt. Dann habe ich zwar Einnahmen von 500.000, darf aber nur mehr 400.000 ausgeben. Und gleichzeitig habe ich natürlich die, die mir den Franken bezahlen und sagen, die Leistung, die ich für diesen Franken kaufe, die kannst du ja nur mehr zu 80% erbringen. Ja. So. Und das sind so die Problematiken, auf die wir gestoßen sind im Rahmen unserer Vernetzungsproblematik und haben uns begonnen zu überlegen, wie man dem entgegenwirken könnte. Und wenn ich diesen Vortrag in 10 Jahren halten würde, würden Sie wahrscheinlich Ähnliches hören, als was Herr Noack vorhin gesagt hat, nämlich würde ich über die Probleme reden, an denen wir stehen. Also, ich werde Ihnen ein bisschen über die Ausgangslage was sagen, wo wir stehen mit unserem Vorhaben, wie es funktionieren soll und der Nutzen. Und im Rahmen des Nutzens gehe ich dann ein bisschen auf die beschaffungsrechtliche Problematik ein. Wir sind auf einem anderen Weg dahin gekommen. Wir wollten eher eine unternehmerische Sicht reinbringen. Das heißt, wir wollten diese 500.000 auch wieder rausgeben und nicht eben irgendwie einem Spardiktat opfern. Wenn Sie sich so das Grundfunktionen von E-Government anschauen in der Schweiz, dann finden Sie Steuerung, das gibt's. Da haben wir E-Government Schweiz, eine Geschäftsstelle, wir haben die SIK, die Schweizerische Informatikkonferenz, da gibt es Fachgruppen, Arbeitsgruppen und so weiter. Wie wir etwas untereinander austauschen und wie wir das tun wollen, das gibt es auch. Es gibt den Verein ECH, der Normen erlässt, beispielsweise beim Meldewesen von Personen gibt es eine Norm, was alles
zu einer Person gehört. Name, Vorname, dass bei der Adresse die Nummer nicht bei der Straße steht, sondern in einem separaten Feld. Also diese Normierungen sind in diesen Typen drin. Und was wir auch festgestellt haben, sie kriegen immer Geld für Projekte. Sie haben nie Probleme. In aller Regel haben sie kein Problem, irgend Geld zu kriegen für ein Projekt. Das Problem beginnt erst später, wenn sie nämlich das Projekt abgeschlossen haben, in den Betrieb überführen und dann Betriebskosten haben und die organisieren müssen. Und da gibt es nichts. Es gibt in der Schweiz unzählige Trägerschaften. Also die Schweiz ist ja ein Vereinsland. Und diese Vereine, die sprießen aus den Boden wie Pilze nach einem Frühlingsregen oder Herbstregen. X Trägerschaften, Switch ist so eine, Viacar ist so eine, es gibt verschiedene Interessensgemeinschaften und so weiter. Aber es gibt eigentlich niemand, es gibt eigentlich niemand, der sich darum kümmert, solche vernetzte Dinge, übergeordnete Dinge weiter zu betreiben, Kooperationsmodelle zu entwickeln, diese anzuwenden, Abrechnungsmodalitäten, Nachhaltigkeitsproblematiken anzugehen. Es gibt niemand. Es gibt immer lokale Trägerschaften. Jede hat dann einen Vorstand, jede macht Abrechnungen, hat so einen 20% Finanzaufwand, der wird dann nach außen gegeben, hat ein bisschen Sekretariat, der Präsident arbeitet im Ehrenamt und die Vorstandsmitglieder machen 2 Dienstreisen im Jahr. Das ist so ungefähr die Situation meistens. Wir haben dann im Bundesrat vorgeschlagen, wir könnten doch was tun. Der Bundesrat war nicht so mutig, er wollte nichts tun. Das Finanzdepartement hatte Angst davor, dass es da zu großen Ausgaben kommen könnte. Und der Bundesrat hat dann beschlossen, wir sollten doch das im Rahmen eines priorisierten E-Government-Vorhabens eröffnen. Und wie das so ist, wer sich zuerst bewegt, der hat einen schwarzen Peter. Und darum hat das Bundesamt für Justiz, das eigentlich mit Gesetzgebung zu tun hat und nicht mit unternehmerischen Überlegungen, haben wir den Auftrag gefasst, ein solches priorisiertes E-Government-Vorhaben zu führen. Und der Plan war, das Interesse zu klären, Grundlagen zu erarbeiten und dann jeweils dem Steuerungsausschuss E-Government Schweiz Bericht zu erstatten. Ziel des Ganzen, Entscheidungsgrundlagen und Lösungskonzept. Was haben wir gemacht? Innerhalb von etwa 2 Jahren, bis Ende letztes Jahr, wir haben das Konzept geschrieben, wir haben einen Businessplan gemacht, wir haben gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe, wo Kantone, also die E-Government-Verantwortlichen der Kantone dabei waren, die SIK mit all ihren Regionalkonferenzen waren dabei, die wichtigsten Bundesämter, die im E-Government-Bereich tätig sind, also BFS, BSV, also das Bundesamt für Statistik, Bundesamt für Sozialversicherungen, E-Government Schweiz, die Geschäftsstelle war dabei, also es war breit abgestützt. Wir haben das Ganze in die neue Strategie eingebracht und wir haben auch das weitere Vorgehen definiert. Und der heutige Stand ist der, dass in der E-Government-Rahmenvereinbarung jetzt ein Artikel 9 steht, wo der heißt betriebliche Abwicklung gemeinschaftlicher E-Government-Vorhaben und der heißt Bund und Kantone schaffen die Voraussetzungen für die Organisation, die Finanzierung und den Betrieb von Querschnittsleistungen, Basisinfrastrukturen und weiteren Leistungsangeboten. Das wurde jetzt in der Vernehmlassung bei den Kantonen noch ein bisschen abgeschwächt. Kann, nicht muss, so, aber das ist gut schweizerisch. Niemand will sich allzu stark committen und zuerst schauen, ob das dann wirklich fliegt. Als ich vor etwa 2,5 Jahren damit begonnen habe, also 2012 damit begonnen habe, hat mir jeder gesagt, mit dem wirst du Schiffbruch erleiden. Da wirst du nie irgendwie bei den Kantonen auch nur einen Fuß in die Tür kriegen. Zusammenarbeit, das ist schwierig, extrem mühsam, völlig unterschiedliche Rechtsnormen und so weiter. Wir sind jetzt so weit, dass wir ein Konzept haben. Wir sind so weit, dass wir eine Nachfolgeorganisation haben. Es ist nicht das Bundesamt für Justiz, das die Organisation jetzt aufbauen wird, sondern es ist die SIK, die das übernehmen wird. Aber uns hat natürlich geholfen, dass alle sparen müssen. Und erst wenn man sparen muss, beginnt man sich zu überlegen, wie man sparen kann. Und vorher hatte man, und ich habe manchmal den Eindruck immer noch, dass unser Land zu reich ist.
Und was ist jetzt die Operation Schweiz? Im Grunde genommen können Sie sich das vorstellen als eine Art Unternehmung, die in der öffentlichen Hand steht, also die von Bund und Kantonen gemeinsam aufgebaut wird und die dann als Organisationsgefäß für die gemeinschaftliche Entwicklung und Nutzung von IT-Lösungen genutzt werden kann. Jetzt mit Entwicklung von IT-Lösungen ist nicht gedacht, dass die dann ein Heer von Programmierern anstellen, sondern dass die das eben koordinieren, weil wir kennen viele Beispiele, wo Firmen das gleiche Produkt unterschiedlichen Kantonen immer zum gleichen Preis anbieten. Da sind wir wieder ein bisschen bei Herrn Noack. Also wenn man das bündeln würde, den Einkauf bündeln könnte, wären dann die Konditionen wahrscheinlich besser, die man aushandeln könnte. Dann die ganzen Dienstleistungen rund um diese Abwicklung. Wie organisieren wir überhaupt eine Zusammenarbeit? Wie kriegen wir den Kanton Zürich, den Kanton Aargau und den Kanton Genf an einen Tisch, um sich zu einigen, was sie dann wollen? Nehmen Sie wieder das Betreibungswesen. Das ist bundesrechtlich geordnet. Also eine Betreibung läuft in der ganzen Schweiz gleich ab. Aber trotzdem gibt es noch überall so eine kantonale Ausprägung. Beispielsweise Genf rechnet dann dem Gläubiger noch selbstständig die Zinsen aus, die er verlangen kann. Bei anderen Betreibungsämtern in anderen Kantonen muss man das selber tun. Die Genfer tun das für sie. Das gibt so kleine Ausprägungen. Aber wie sollen die miteinander kutschieren? Wie bringen wir unterschiedliche Größen unter einen Hut? Ein Kanton Appenzell hat nicht die gleichen Bedürfnisse wie ein Kanton Zürich, auch nicht die gleichen Volumina. Wie überführen wir die Projekte in den kooperativen Betrieb? Wir haben verschiedene solche Beispiele. Ein schönes Beispiel im Moment ist der E-Umzug, elektronisch umziehen. Da sind die Konzepte vorhanden, aber da ist man jetzt daran, die entsprechenden Strukturen aufzubauen, die es dann brauchen wird. Momentan läuft da ein Pilotversuch im Kanton Zürich, innerhalb des Kantons. Das ist nicht weiter schwierig, solange man in den eigenen Kantonsgrenzen bleibt. Sobald sie dann aber mit 2, 3 Kantonen das tun müssen, und gerade im Raum Zürich, wo Aargau und Thurgau und Schaffhausen in der Nähe sind, da gibt es Dutzende von Umzügen jedes Jahr über die Kantonsgrenzen hinweg, die dann auch funktionieren müssen. Wie kann für ein gemeinschaftliches System die Betriebsverwaltung, Kooperationsmodell dastehen? Wie sollen die Strukturen aussehen? Wie rechnen wir ab? Und wie können wir Einnahmen auch wieder nutzbringend in der Zukunft investieren? Da bin ich jetzt wieder bei meiner 500.000, die mir da teilweise weggespart wird, dass man das eben eher mit einer KMU-Überlegung machen sollte und nicht mit einer Staatshaushaltlogik, weil die meistens nicht sehr geeignet ist für solche Finanzierungsmodelle. Und eben auch gemeinsame Beschaffung. Die Idee ist, dass man nachfrageorientiert arbeitet, also man muss wollen, dabei zu sein für gemeinschaftliche Dinge von allen föderalen Ebenen und es stehen die IT-Lösungen im Vordergrund, die von der Verwaltung zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben eingesetzt werden. Das gibt dann einen Link nachher zur Beschaffung. Das kann jetzt sein, dass mehrere Verwaltungen die gleiche Lösung brauchen und anwenden wollen oder eine baut etwas Tolles, das sie brauchen können und die anderen möchten es einsetzen. Nehmen Sie das Beispiel von E-Voting, das in der Zeitung war. Die Auslandschweizer Organisation hat sich sehr enttäuscht gezeigt, dass der Bundesrat 9 Kantone vom E-Voting ausgeschlossen hat, wegen Sicherheitsbedenken im System. 4 Kantone dürfen. Ja, was würde ich jetzt machen als Kanton? Mache ich an meinem System weiter? Baue ich das weiter? Oder übernehme ich das System des Kantons Genf, wo der Quellcode in den Händen des Kantons ist? Bei den anderen 9 ist er in den Händen einer amerikanischen Firma. Das ist heutzutage nicht so gerne gesehen. Und wie bringe ich jetzt die ins Boot? Das wäre so ein Thema. Also Sie sehen, es gibt ganz viele mögliche Aufgabenfelder. Das Kooperationsmanagement, Konzeption des Ganzen, dann die Abwicklung dieser Kooperation, die Verrechnung untereinander und so weiter. Ich gehe jetzt da nicht auf jedes Einzelne ein, das würde viel zu lange dauern, aber gerade bei der Beschaffung wäre es dann Anforderungsbeschreibungen erstellen, die Ausschreibung durchzuführen, die Evaluation der Offerten zu machen, den Zuschlag zu erteilen, die entsprechenden Verträge vorzubereiten oder sogar im Namen der Serviceorganisation die Verträge dann auch zu schließen. Und wir denken, wenn man kooperiert, kann man die Kosten senken. Auch da hatten wir vorher ein schönes Beispiel, 2,5 Millionen bei
bei Software. Ich habe das mal für das Betreibungswesen durchgerechnet. Wenn Sie 400 Betreibungsämter in der Schweiz haben, schätzen wir, dass etwa 200 Applikationen laufen, 50.000 pro Jahr. Wenn Sie dagegen die Kosten eines zentralen Systems stellen würden, dann würden Sie etwa 8 Millionen Franken laufende Kosten pro Jahr einsparen in diesem Land, für etwas, das alle genau gleich tun, aber aufgrund von Partikularinteressen separat läuft überall. Also da sieht man, was möglich wäre. Realisiert haben wir es im Zivilstandswesen, da wissen wir, dass wir den Kantonen ungefähr jährliche Kosten von 10 Millionen eingespart haben mit einem zentralen System. Heute haben Sie häufig diese Trägerschaften, die gegründet werden, die dann Zeit brauchen, die Aufwand brauchen, und das könnte man ersetzen durch Vereinbarungen. Man kann Modelle entwickeln, 3, 4, 5 Standardmodelle, die man dann anwenden kann, je nach Situation. Man kann Spezialisten besser auslasten. Sie haben einen Finanzer, der kann sich um 5 Projekte kümmern, und Sie haben nicht 5 × 20% eines Finanzers, der im Nebenamt da noch eine Abrechnung macht. Kann man auch outsourcen, kein großes Problem. Anders ist es beim Support. Wir haben auch ein konkretes Beispiel. Wir liefern aus dem Zivilstandssystem elektronische Änderungen des Zivilstands an die Gemeinden. 2300 Gemeinden in der Schweiz müssen über SEDEX elektronische Meldungen empfangen und verarbeiten. Der Gemeindeschreiber ist immer ein hochspezialisierter IT-Spezialist, der jedes Problem selber lösen kann. Natürlich, so sieht es doch aus, oder? Und der Kanton Bern sagt seinen Gemeinden, ja, wenn ihr ein Problem habt, ruft die Bundesamt im Justiz dem Herrn Steimer an, der weiß es dann, oder? Der Steimer, der ersäuft in den Telefonen, oder? Schon nur aus dem Kanton Bern. Also Support-Desks, die man haben muss, sobald man Systeme miteinander vernetzt, wo Informationen fließen. Warum kommt es nicht rein? Aha, mein Adapter funktioniert nicht. Und warum funktioniert er nicht? Aha, und so weiter. Solche Dinge kann man poolen. Finanzierung, das, wenn man die Finanzierung glätten kann, erhöht das die Planungssicherheit. Auch hier ein Beispiel. ViaCar ist ein Zusammenschluss von 4 oder 5 Kantonen im Bereich von Automobilbüro. Also Nummernschilderausgabe, Fahrzeugprüfungen und so weiter. Und die kümmern sich um die notwendige Software dahinter. Die haben die Ausschreibung im Auftrag dieser Kantone gemacht und die verrechnen den Kantonen einen Preis pro Fahrzeug. Der Kanton weiß, ich bezahle Jahr für Jahr, ich sage Ihnen keinen konkreten Betrag, einen gleichbleibenden Betrag unter einem 5 Liber pro eingelöstes Fahrzeug. Also in der Kantonsrechnung sehen Sie Jahr für Jahr die gleichen Kosten. Keine Investitionskosten, keine Abschreibungskosten, keine Release-Kosten und so weiter, sonst bleibt immer gleich. Sie können planen im Kanton, Sie wissen, was es kostet. Auf der anderen Seite steht dann ViaCar, die machen Rückstellungen aus diesem Preis und finanzieren dann diese Investitionen, die notwendig werden, und die werden jedes Mal notwendig, wenn man am Straßenverkehrsgesetz irgendetwas ändert. Also sobald Sie einen neuen Raserartikel haben, wo die Strafe wieder verschärft wird, so müssen Sie in den Administrativsoftwaren das natürlich nachziehen, damit das dann alles wieder stimmt. Und das machen die und garantieren das ihren Abnehmern. Also Sie sehen, Sie können die öffentliche Hand vor diesen Peaks, die dann immer zu großen politischen Diskussionen führen, obwohl eigentlich die Frage müßig ist, ob man eine Software braucht, um all diese Fahrzeugbestände administrieren zu können. Die brauchen wir einfach, das geht gar nicht mehr ohne. Aber man kann dann lange darüber diskutieren, ob es das zu teuer oder zu wenig teuer ist. Wir denken, dass man mit so einer Kooperation Entwicklungs- und Betriebskosten senken kann. Es gibt zwei Arten, wie diese Leistungen erbracht werden können. Die erste ist ähnlich, wie sie Herr Noack vorhin beschrieben hat. Also man macht Ausschreibungen und macht einen Rahmenvertrag, und jeder Einzelne in der Serviceorganisation, die E-Operations dann einen Auftrag gibt, schließt den Vertrag selbstständig mit dem Dienstleister ab. Der Vertrag wurde ausgeschrieben und nachher kann man dem Vertrag beitreten oder nicht. Wir gehen da noch ein bisschen weiter, als Herr Noack mit Switch es tun kann. Denkbar ist auch, dass es eben anders geht, dass man sogar die
Kompetenz erhält, im Namen der Serviceorganisation dann den Vertrag zu schließen, also dass man die Interessen bündelt und die Leistung über eOperations Schweiz einkauft und die Beschaffung dort direkt gemacht wird. Da wird man natürlich auf ähnliche Probleme dann stoßen, wie sie Herr Noack beschrieben hat, nämlich interne Regelungen bei der Vergabe, kantonale Regelungen bei der Ausschreibung oder auch bundesrechtliche Regelungen bei der Ausschreibung. Es macht ja den Reiz unseres Landes aus, dass wir gesetzliche Regelungen für Kantone und Bund unterschiedlich ausgestalten. Also der Bund schreibt nicht ganz gleich aus wie die Kantone. Es ist unser, die Differenz ist ja ungefähr so groß wie der Solothurner Dialekt zum Zürcher Dialekt, oder so in etwa rechtlich gesehen. Ein Böck des Ganzen ist eben, wenn man öffentliche Hände bünden will, muss man ja ein Goodie haben. Und das heißt, eines der Goodies, nebst den Kosten, die man sparen kann, wäre natürlich, wenn ich entlastet werde in meiner Amtsstube von diesen Vorgaben bei der Ausschreibung, weil die überfordern viele. Wir wissen das bei uns selber, Bundesamt für Justiz sollte man eigentlich meinen, die sind ganz gewieft im Umgang mit Gesetzen, kennen alles, wissen alles, können alles. Aber im Vergabebereich waren wir ein bisschen schwach auf der Brust, ehrlich gesagt. Wir haben jetzt 2-3 Mitarbeiter intensiv weitergebildet, die jetzt zu Spezialisten geworden sind, auch sowohl theoretisch wie auch praktisch, also haben effektiv WTO-Verfahren durchgeführt. Und wenn Sie das in einer Organisation tun müssen, die vielleicht ein bisschen weniger gut aufgestellt ist, dann wird das schwierig. Also ich kann mir gut vorstellen, dass irgendetwas Amt für Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden vielleicht keinen Vergabespezialisten hat, wenn sie ein bisschen eine neue Software brauchen. Und wie sie dann das tun wollen. Und der ganze Kanton Appenzell Ausserrhoden, der ja ein bisschen größer ist, bitte nicht, wenn jemand von Appenzell da ist, bitte sich da nicht betroffen fühlen, ein bisschen größer ist als Innerrhoden, aber trotzdem in etwa die Größe einer schweizerischen Mittelstadt erreicht, wo dann überall die Kompetenz ist, effektiv all diese Vergaben durchzuführen und rechtlich sauber und korrekt durchzuführen. Vergaberechtsfrei, das wäre das Zauberwort. Und da haben wir uns gedacht, wir holen uns kompetente Auskunft, und zwar bei der WEKO. Die WEKO hat in einem Gutachten zuhanden der VRSG Bedenken zur Geschäftspraxis, zur Ausschreibungspraxis der VRSG geäußert, was uns dann bewogen hat, Ihnen unser Konzept vorzulegen und zu fragen, ja, geht das überhaupt? Dürfen öffentliche Hände sich bündeln und einem Dritten diese Ausschreibung übertragen? Geht das? Und es gibt so einen Grundsatz, dass es eigentlich geht, aber, es gibt da die berühmten Ausnahmen, also die Ausnahmen bedeuten, dass es geht. So, eigentlich müsste man ausschreiben, aber es gibt eine Ausnahme. So, die erste Ausnahme wäre die Inhouse-Ausnahme. Die Inhouse-Ausnahme kommt immer dann zum Zug, wenn die Beschaffungsstelle eigentlich dem Auftraggeber untergeordnet ist und im Rahmen der gleichen juristischen Person ist. Also das wäre ein Beispiel, der Bund mit seinem BBL oder beim VBS, ist das glaube ich Armaswiss, oder? Die beschaffen dürfen. Das kommt hier natürlich nicht in Frage, weil wir haben ja eine Trägerschaft, die aus Bund, Kantonen, vielleicht noch ein paar Gemeinden besteht. Dann gibt es die zweite Ausnahme, die heißt, das ist die Quasi-Inhouse-Ausnahme. Das ist, wenn der Leistungserbringer, also der Auftragnehmer, vom Auftraggeber kontrolliert wird, aber nicht die gleiche juristische Person ist. Und dann gibt es da noch eine spezielle Form, das ist, wenn der Auftragnehmer dann von verschiedenen öffentlichen Händen kontrolliert wird, was ja hier der Fall wäre. Wir hätten als Aktionäre in diesem Unternehmen den Bund und dann noch einen Teil der Kantone, idealerweise alle, kann man dann Vergaberechts freigeben. Und das geht, wenn die Dienstleistung für diese Träger gedacht ist und wenn nicht mehr als 20% an Dritte erbracht wird. Und davon aber nicht private. Und diese 20% würden dann berechnet auf dem gesamten Umsatz und nicht nur auf dem einzelnen ausgeschriebenen Teil, sondern auf dem gesamten Umsatz von eOperations. Würden diese 20% überschritten,
so müssten auch die Träger dann ihren Auftrag an E-Operations nach dem Vergaberecht ausschreiben. Also dann fällt das Ganze dahin. Und da wir ja auch denken, dass es Kooperationen von Gemeinden geben kann, wir die aber lieber nicht im Aktionariat hätten, weil sonst wird es dann wirklich kompliziert, ist dann diese quasi Inhouse-Ausnahme ja ein gangbarer Weg, aber schränkt uns da ein bisschen ein. Und da gibt es als dritte Ausnahme die In-State-Ausnahme. Die In-State-Ausnahme, das ist dann, wenn die öffentliche Hand einem öffentlichen rechtlichen Auftragnehmer einen Auftrag erteilt, der ihn aber nicht kontrolliert. Häufig ist das so, wenn jetzt der Bund, das Bundesamt für Justiz der Universität Bern einen Auftrag erteilen würde, das wäre der Fall von InState. Also der Bund oder das Bundesamt für Justiz kontrolliert nicht die Uni Bern, die hat ein autonomes Statut, nehme ich mal an, im Kanton Bern, eigenständige Rechtspersönlichkeit, und der Bund hat da nichts zu sagen. Und da bei dieser In-State-Ausnahme gibt es dann ganz enge Richtlinien, wie das gehen kann. Ich gehe jetzt da nicht alles darauf ein, Sie können das Gutachten nachlesen, es ist publiziert, der Link wird dann am Schluss eingeblendet. Nach der Rechtslage heute in der EU geht es nicht. Da hat der EuGH, der Europäische Gerichtshof, schon verschiedentlich Urteile gefällt. Da war Lecce, das ging um irgendeinen Bebauungsplan, den die Gemeinde Lecce einer Universität erteilte, und da das auch Architekten tun können oder Zonenplaner tun können, wurde da der öffentlich-rechtliche Charakter dieses Vertrages nicht gestützt und diese Vergabe war nicht zulässig. Die EU hat aber eine neue Auftragsrichtlinie erlassen, und da haben sie diese In-State-Ausnahme ein bisschen besser beschrieben. Da ist jetzt auch die Rede von 20%, die an Dritte gehen könnten, dass man auch, aber es ist auch da relativ schwierig. Also die WEKO kommt zum Schluss, dass wenn man diese Sichtweise anwendet, dass es kaum gehen könnte. Es gibt aber eine zweite Sichtweise im Rahmen dieser In-State-Ausnahme, das ist nämlich die nach dem Kriterium des Leistungsflusses innerhalb der Staatssphäre. Also wenn der Leistungsfluss innerhalb der Staatssphäre bleibt, dann geht's. Sie sehen, Juristen finden immer einen Weg. Es gibt aber einige Bedingungen. Diese Bedingungen sind auch schon enthalten im Entwurf zur interkantonalen Vereinbarung über das Beschaffungswesen, das die Kantone schließen werden. Da wären wir schon gedeckt. Und diese Bedingungen sind die folgenden. Es geht, wenn man sich an diese Voraussetzungen hält, nämlich man beschafft selber nach Beschaffungsrecht, man ist rein öffentlich, es gibt keine privaten Beteiligten, also keine vom Staat beauftragten Vereine, die in der Trägerschaft wären, oder Institutionen, es könnte so sein, dass ja die SUVA interessiert wäre, oder bei der SBB und bei der Post wissen wir nicht mehr ganz genau, wie nahe sie an Staat noch sind, dass ausschließlich Tätigkeiten für öffentliche Auftraggeber entfaltet werden. Diese müssen im öffentlichen Interesse sein und sie müssen auf nicht kommerzieller Basis abgewickelt werden. Das heißt, die Organisation darf keinen Gewinn erstreben. So, sie darf Rückstellungen bilden, sie darf kostendeckend arbeiten, aber sie darf nicht gewinnorientiert sein. Und aus diesen Überlegungen heraus kommt die WEKO zum Schluss in ihrem Fazit, dass öffentliche Hände, die sich zusammenschließen, eben eine vergaberechtsfreie Beauftragung von E-Operations tun könnten. Jetzt wird man das aber bei jedem Auftrag noch ein bisschen gesondert anschauen müssen, je nachdem, oder, was es dann genau ist. Aber im Großen und Ganzen sind wir sehr erleichtert, dass dieses Gutachten uns den Weg positiv öffnet. Noch einmal zusammenfassen, da bin ich dann am Schluss. Was ist der erwartete Effekt? Aus beschaffungsrechtlicher Sicht natürlich eine Bündelung, bessere Konditionen, eine Kompetenzsteigerung auf Seiten der öffentlichen Hand.
im Rahmen des Beschaffungswesens. Und eine Erleichterung für die öffentliche Hand, nämlich mit höherer Kompetenz, ist es auch einfacher, diese korrekten Verfahren sicherzustellen. Man wird entlastet von administrativen Aufgaben und man verliert vielleicht auch ein bisschen die Furcht vor diesen Vergabeverfahren. Ich stelle fest, in vielen Büros ist da Veto-Ausschreibung, das ist das große Tuch. Das war es für mich auch mal bis etwa vor 2 Jahren. Jetzt habe ich eine gescheiterte hinter mir, eine neu aufgesetzte und eine erfolgreiche. Die erfolgreiche war die Logenbesetzung im Bundesamt für Justiz, das war eine einfache Übung. Die gescheiterte war die Beschaffung eines Systems. Und jetzt sind wir kurz daran, davor eine erfolgreiche durchzubringen. Und denke, wenn man nicht so viel damit zu tun hat, ist man froh, wenn man von diesen Dingen entlastet ist. Und damit wäre ich am Ende und stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Besten Dank, Daniel Gruber. Hat es eine dringende Frage oder so? Alles klar? Okay. Mein Name ist Dirk Reijer, ich bin von der Materialzentrale in Basel, also kantonale Verwaltung. Und so wie ich das zusammenfasse, sollte das Projekt so weit gehen, dass eigentlich, wenn irgendwo im Bund zum Beispiel Papier beschafft wird, alle Kantone auch Papier beschaffen können. Wenn ein Rahmenvertrag besteht, könnten wir uns da anhängen oder so. Also es zielt eigentlich nicht auf diese Standardbeschaffungen, die bereits getan werden, vom BBL beispielsweise oder so, sondern es geht darum, vor allem gemeinschaftlich genutzte IT-Lösungen zu bauen oder zu betreiben. ZEDEX ist so ein Beispiel, CIMAP, der Verein CIMAP, der Ausschreibungen betreibt, der Strukturen braucht und Abrechnungsfähigkeiten braucht. Es geht mehr um diese Dinge, es geht weniger um die Commodities, die sie regelmäßig beschaffen. Da müsste man man könnte natürlich die gleiche Idee verfolgen, eine Art Beschaffungsstelle Schweiz, oder? Papier, wenn man sich dann Bund und Karton, wenigstens haben wir alle A4. Das. Jetzt wechseln wir die Seite und hören einen Vortrag aus Sicht eines Anbieters, André Kunz, Chief Communication Officer, Co-Head Solutions bei Puzzle ITC, wird uns Open-Source-Gemeinschaftslösungen als Ansatz für E-Government-Projekte und deren Finanzierung vorstellen. André? Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein und Ihnen das Konzept von Open-Source-Gemeinschaftslösungen vorstellen zu dürfen. Ich mache da etwas Platz. Kurz zu Puzzle ITC. Wir sind ein Software- und System-Engineering-Dienstleister in Bern und in Zürich. Wir sind rund 70 Leute und vor allem halt im Open-Source-Umfeld tätig. Wer von Ihnen letztes Jahr an der Beschaffungskonferenz war, erinnert sich vielleicht noch an den Vortrag von Michel Wissau. Er ist Direktor, oder war, er weiß nicht, ob er immer noch ist, Direktor der Eidgenössischen Finanzkommission, die die Prüfung der IT-Schlüsselprojekte vorgestellt hat. Und die Resultate daraus, oder ein Resultat daraus war, dass der Föderalismus ein doch großes Problem darstellt und auch ein Kostentreiber ist. Konkret hat er es am Beispiel des Projekts für die Informationssystem Verkehrszulassungen, IVZ, vorgestellt. Das ist ein System, wo der Bund eigentlich 7 kantonale Lösungen zusammenführen musste, um eben eigentlich für Zoll oder auch für Dritte die Daten, die von den Fahrzeugen, also Fahrzeughalter, Nummernschilder und so weiter, für den Bund zur Verfügung zu stellen. So sah das etwa aus. Also die Lösungen, die waren meines Wissens alle proprietär. Jeder hat für sich selbst geschaut und dann, wenn der Bund kommt und diese dann vereinen muss, ist eben dann das Problem, dass halt 7 Schnittstellen wohl gebaut werden müssen oder Daten aus 7 verschiedenen komplexen Systemen zusammengeführt werden müssen und das beim Projekt ja auch in der Wartung zu Kosten führt. Das sind so die generellen Tendenzen und Problemstellungen, die wir halt
auch feststellen, wir sind selber auch in der öffentlichen, also wir bewerben uns für öffentliche Projekte. Und zum den Gemeinschaftslösungen, die Idee dazu, also die Idee ist, dass wir einen gemeinsamen Kern haben, der eigentlich die generellen Anforderungen, die man an ein System hat, zusammenfasst und eben die spezifischen für eine Organisation auslagert oder eben architektonisch trennt. Die SDK selbst hat ja auch schon herausgefunden, dass eben die meisten Systeme mehrfach entwickelt werden oder kantonal halt die Systeme oft einen gemeinsamen Kern haben oder eben nicht einen gemeinsamen Kern haben, sondern die gleiche Funktionalität mehrfach entwickelt wird. Wenn man dann so vorgehen würde, also man hat einen Kern, der die gemeinsamen Bedürfnisse abdeckt, aber auch immer noch ermöglicht, dass eben jede Organisation ihre speziellen Bedürfnisse dazu entwickeln kann. Die Vorteile, die man da hat, also eigentlich der Kern, der muss nur einmal entwickelt werden, das heißt die Kosten sinken rapide, sobald schon nur ein zweiter Anbieter darauf aufspringt. Man muss auch noch sagen, es geht hier eigentlich um Fachapplikationen, also überall dort, wo eben eine Standardsoftware nicht mehr genügt und Software gebaut werden muss oder beschafft werden muss. Weiter sind natürlich die Abhängigkeiten von einem einzelnen Anbieter. Wenn man den Quellcode dann auch veröffentlicht und jeder Zugriff darauf hat, ist es auch möglich, Verträge für Wartung und Support eigentlich überall zu beschaffen. Was man auch sagen kann, dem Kern, die Verbesserungen daran, also wenn jetzt die Software veröffentlicht ist und von weiteren benutzt wird, ist es natürlich möglich, dass am Kern die Verbesserungen dann auch an die ersten oder an die anderen Mitglieder wieder zurückgespielt wird. Letztlich profitieren also alle von den Weiterentwicklungen. Es gibt auch keine Einschränkungen von Lizenzen. Entschuldigung. Wer sich mit Open-Source-Lizenzen ein bisschen auskennt, weiß, dass es eigentlich keine Nutzungsbedingungen, also keine Einschränkungen gibt, wie die Software dann benutzt werden darf. Eben ein weiterer Vorteil, durch dass man einen Kern hat, der die allgemeinen Bedürfnisse abdeckt, gibt es dann auch nur eine Schnittstelle, weil der Kern eben eigentlich den de facto Standard darstellt. Ein weiterer Vorteil ist auch, wenn man dann wieder öffentliche Ausschreiben machen muss, ist eigentlich, man hat eine sehr tiefe Eintrittsbarriere, also es ist für jeden dann möglich, den Source Code anzuschauen und darauf auf diese Basis mit den Anforderungen, die gestellt werden, auch eben eine möglichst genaue Schätzung für den Aufwand abzugeben. Was bei Open Source halt auch der Fall ist, dass dann wirklich halt offene Standards und offene Schnittstellen eingehalten werden, an die sich alle halten können und deshalb auch die Schnittstelle dann nur einmal gebaut werden muss. Ich möchte Ihnen kurz ein Beispiel aus der Praxis zeigen mit Hitobito. Hitobito wurde für die Jungmacht Blauring Schweiz entwickelt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen vielleicht mal in dieser Jugendorganisation war. Es ist die zweitgrößte Kinder- und Jugendorganisation der Schweiz. Ihr Problem war, dass sie die Mitgliederdaten, die JUBLA hat ca. 30.000 Mitglieder, die in über 400 Scharen überall in der Schweiz verteilt sind, zentral sammeln müssen, um gegenüber dem Jugend- und Sport Fördergelder zu beantragen. Nun eben das Problem, sie haben sehr komplexe Strukturen und diese Strukturen konnten sie nicht mit einer Standardsoftware abbilden. So sind sie an uns herangetreten und wir hatten erst gerade ein halbes Jahr vorher eine ähnliche Anfrage von der Pfadi-Bewegung Schweiz, hatten die damals aber verloren und so haben wir dann der JUBLA unsere Idee einer Open-Source-Gemeinschaftslösung eben offengelegt und gesagt, man könnte das so aufbauen. Die JUBLA war davon eigentlich sehr angesprochen, fasziniert beinahe schon fast und so konnten wir das Projekt machen. Der Vorteil da war natürlich, wir wussten von Anfang an, es wird Open Source werden und eben wir wollen diese Kern- und Plugin-Architektur, damit auch andere möglichst davon profitieren können, von Anfang an implementieren. Es hat dann nicht lange gedauert und auch die Pfadi-Bewegung Schweiz hat von dieser Lösung Wind bekommen. Das gleiche bei CEFI. Der CEFI ist der drittgrößte Kinder- und Jugendverband in der Schweiz.
Heute ist es so, dass wir eben die Jubla drauf haben. Wir haben die ganze Pfadi, also Pfadi-Schweiz, zwei Regionen des CEFI und noch in Sieme-Schweiz. Das ist eine Selbsthilfegruppe für Eltern von behinderten Menschen. All diese Organisationen haben eigentlich eben den gleichen Kern, den sie verwenden, aber mit einem Plugin können sie dort ihre ganz speziellen Strukturen, aber auch Attribute, Berechtigungen für sie wirklich individuell implementieren. Die ganze Community, also die Kunden, treffen wir regelmäßig, um eben auch die Weiterentwicklung dann gemeinsam zu besprechen. Und dort gibt es dann auch diese Problematik, halt die Pfadi eigentlich als sehr große Organisation mit rund 40.000 Mitgliedern hat natürlich andere finanzielle Möglichkeiten als eine CEFI-Region, wo dann pro Jahr vielleicht einige tausend Franken für die Weiterentwicklung eines Systems schon sehr viel Geld sind. Aber wir schaffen das, dass wir eben diese Interessen zusammenbringen und über diese Applikation oder die mit den Software das ihnen zur Verfügung stellen können. So kurz veranschaulicht, wie das aussieht. Also der Core, wie gesagt, das sind eigentlich die allgemeinen Funktionen und das Plugin, also eine Lösung sieht dann nur so Plugin und Core zusammen. Wir haben auch noch eine Demo-Version, auf die ich hier gerne aufmerksam mache. Also wenn Sie mal eine Mitgliederverwaltungslösung brauchen, schauen Sie sich das gerne an. Durch das wir eigentlich nicht jedes Mal von vorne anfangen können, haben wir natürlich den Vorteil, dass wir den Benutzer oder die Benutzer auch ein bisschen anders abholen können. Also es ist dann nicht mehr so, dass wir auf einen riesengroßen Pflichtenheft basieren müssen, sondern die Benutzer haben schon die Möglichkeit, die Lösung anzuschauen und wir haben dann eben die Möglichkeit, auf ihre speziellen Bedürfnisse einzugehen. Die User Experience spielt bei uns eine sehr große Rolle. Die Leute kommen dann sehr früh schon in den Prozess mit rein für die Anforderungsdefinition, Requirements Engineering, wo wir eben Spezialisten darauf ansetzen, mit dem Resultat, dass die Anwendung dann halt auch sehr benutzerfreundlich ist und nicht eben das ganze Geld für Papier verwendet werden muss. User-Centered Design, das geht ein bisschen damit einher, also wir befragen halt verschiedene Arbeitende an diesem System, wie sie dann konkret arbeiten, anstatt über das normale, sage ich jetzt mal, dass ein großes Pflichtenheft geschrieben werden muss, das vielleicht nur einzelne Aspekte der Anwender betrachtet. Wie organisieren wir das Ganze? Ich denke, ich finde so, ja, Bestrebung wie E-Operations Schweiz natürlich, finde ich, eine gute Sache. Ich weiß nicht, wie das dann auch korrespondiert mit Open Source Software, ob das dann möglich ist, in diese Richtung etwas zu gehen. Also möglich ist auf jeden Fall, Konkordate dort, gemeinsame Beschaffung. Eine Möglichkeit ist auch wie Crowdfunding. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das Projekt von SwissTopo, OpenLayer 3, glaube ich, die haben eine Software ausgeschrieben, die bei Ihnen auf der Website lief, um Karten anzuzeigen und haben gesagt, ja, wir stellen einen Teil oder wir finanzieren einen Teil, wenn andere dabei auch mitmachen. Also es ist möglich, auch als öffentliche Verwaltungsstelle Crowdfunding zu betreiben. Weitere Organisationen sehen Sie, Projekte oder eben als Verein sich zusammenzuschließen. Aus Anbietersicht, wir müssen ja auch irgendwie Geld verdienen. Open Source heißt vielleicht, oder ist immer noch in den Köpfen so, ja, das ist ja gratis oder irgendwo kostet nichts. Letztlich ist die Software, die erstellt wird, die ist frei verfügbar, die kann von jedem genommen werden und heruntergeladen werden. Aber wir als Firma haben halt dann auch die Kompetenz oder wir kennen den Code und können diese eben auf ihre Bedürfnisse anpassen. Das wäre dann der Teil Projekte. Was auch möglich ist, dass man dann die ganze Anwendung als Software as a Service zur Verfügung stellt und dann vielleicht eben, wie es schon gezeigt wurde, wirklich auf die Kosten für den einzelnen Service oder für die Benutzung abgerechnet werden kann. Durch die betreuende Kunden-Community, dort kann man natürlich, das machen wir jetzt mit Wartungs- und Supportverträgen, dass das dort eigentlich mit einbegriffen ist. Service-Support habe ich schon gesagt, also wenn jemand eine Lösung hat, dann will er natürlich auch Gewährleistung haben, dass dann jemand da ist, der das Ganze, falls man ein Problem besteht, das auch lösen kann. Möglich wäre auch Schulung gegenüber den Endbenutzern oder eben gegenüber der Entwickler-Community. Wenn dann mehrere Firmen daran teilnehmen,
Da gibt es sehr viele verschiedene Modelle, wie man dort auch noch etwas verdienen könnte. Da wären Namensnutzungsrechte, wenn es vielleicht etwas liegt, oder auch Schulungen an der Software selber, wenn man der Erste war, der dort das Know-how sich aufbauen konnte. Es gibt sehr viele verschiedene Open-Source-Projekte oder auch Open-Source eigentlich auf jeder möglichen Stufe. Ich denke, gerade im Server-Umfeld hat sich Linux sehr stark etabliert, aber eben auch im Office-Umfeld gibt es Alternativen und auch jetzt neu für Fachapplikationen. Ich denke, dort macht es bestimmt mal Sinn, wenn man sich darüber Gedanken macht und schaut, was könnte man zusammen machen, anstatt dass jeder für sich schaut. Das war es schon von meiner Seite. Wenn noch Fragen sind von Ihnen, stehe ich gerne zur Verfügung oder dann sonst später auch noch oder im Plenum. Merci beaucoup. Besten Dank. Alle. Sind gerade Fragen spezifisch zu diesem Vortrag? Als Start habe ich sonst ich mal eine Frage. Tendenziell haben wir mit Rahmenverträgen und gemeinsamer Beschaffung besteht die Tendenz, dass auch das Volumen immer größer wird der einzelnen Vergaben und dass irgendwann in gewissen Bereichen natürlich der Markt selbst beschädigt wird, weil wenn jemand 15 Jahre der Einzige ist in der Schweiz, der etwas für die öffentliche Verwaltung in einem Bereich produziert hat, wo soll dann die Konkurrenz im nächsten Lebenszyklus noch herkommen? Was sind da Vorkehrungen, die man da treffen könnte, dass das nicht passiert? Ja, das ist eine schwierige Frage. Wir denken, es ist immer den anderen Weg rum, oder? Wir versuchen jetzt immer die Kosten zu senken. Dann ist es uns als öffentliche Hand, wenn wir beschaffen, eigentlich. Uns ist es eigentlich eher unangenehm, wenn nur einer ist. Weil sonst da gibt es ja dann keinen Markt mehr, den man mit all diesen Verfahren ausreizen kann. Sondern dann ist das ja im Grunde genommen eine Monopolsituation. Wenn Sie jetzt also einer sind, der in seinem Bereich 15 Jahre alleine auf weiter Flur steht, dann muss man ihm gratulieren, oder? Dass er das geschafft hat. Und dann wird er wohl auch drin bleiben. Aber im Moment sehe ich immer noch für fast alles mehr als einen Anbieter. Es ist natürlich schwierig, weil wenn Sie Monopolisten haben, wie ich sage jetzt auch mal SAP, wenn Sie eine solche Lösung einmal eingeführt haben, wie bringen Sie die wieder weg? Also das ist wirklich ein Problem. Und da weiß ich momentan auch keine Lösung dazu, weil das ist ja dann nicht nur eine, ich beschaffe jetzt diese und diese Software, sondern es ist ein unternehmerischer Entscheid für diese Software und einmal wieder von dieser Software wegzukommen, das ist relativ schwierig. Also ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren. Wo sehen Sie die Grenzen von Rahmenverträgen generell? Ich glaube, sobald das die gewisses Volumen erreicht haben, Rahmenverträgen, dann ist es gut. Aber sobald das kleinere Informatikprogramme oder Beschaffungen anstehen, dann wird es schwierig, diese in einem Rahmenvertrag unterzubringen. Also da sehe ich ein bisschen die Grenze. Ich denke, für Gemeinschaftslösungen ist dann halt wirklich auch eine Frage der Größe, also wie viele Endkunden und Benutzer sind in der Community. Irgendwo wird es dann schwierig, all diese Bedürfnisse noch unter einen Hut zu bringen und vielleicht auch den Entwicklungsprozess wirklich noch schlank halten zu können, damit eben alle davon profitieren. Also dort machen wir unsere ersten Erfahrungen damit und ich denke allgemein ist es so, dass in der Open Source Community auch die ganz großen Google, Twitter, Facebook zusammen Open Source Software für ihre Geschäfte entwickeln, aber eben auch diese Probleme haben. Wie kann man das effizient machen? Aber ich denke, da es eben die ganz großen auch mitmachen, kann man auch von ihnen lernen, wie es eben gehen konnte. Also ich habe nicht sehr viel Erfahrung mit Rahmenverträgen, kann da eigentlich nicht viel dazu sagen, ehrlich gesagt. Also wenn jemand von Ihnen eine Frage hat, einfach die Hand nach oben und dann komme ich vorbei. Und solange das nicht passiert, stelle ich einfach Fragen bis zur Mittagspause. Ich sehe es.
Also mein Name ist Marek Alpsteig vom Kanton Schwyz und ich hätte eine Frage zum Feedback zu den E-Operations. Sie haben das schön vorgestellt, aber wie ist jetzt das Interesse von den Kantonen oder von den Gemeinden, wirklich da mitzumachen? Haben Sie da auch schon Umfragen gemacht oder Feedbacks erhalten? Ja, wir haben einerseits bei den kantonalen Informatikern, also bei den Informatikchefs der Kantone, Umfragen gemacht. Und wie es so ist bei Beamten, wenn die politische Rückendeckung nicht da ist, lehnt man sich nicht aus dem Fenster. Also ja, es ist interessant, wir könnten uns vorstellen, es ist ein bisschen wie die Grafik, die Herr Noack hatte, oder? Theorie, wir müssen zusammenarbeiten, so, ich nehme teil. Praxis ist dann wahrscheinlich dann ein bisschen umgekehrt. Ob jetzt die Kantone dann effektiv im Aktionariat einsteigen, ist noch offen. Wir werden im Rahmen der SIG-Strukturen erste Pilotprojekte machen, solche Kooperationsprojekte, um den Tatbeweis anzutreten, weil wenn es dann läuft, dann wird es funktionieren, dann werden die Kantone kommen und sehen, dass eben ein Sparpotenzial besteht, wenn man manchmal ein bisschen von den eigenen Anforderungen zurücktritt, ein bisschen zurückschraubt und sich, wie das auch Herr Kunz schön dargestellt hat, auf den Kern konzentriert, mit ein bisschen wenig eigenem Zeugs drumherum, dass dann das Erfolg haben kann. Aber wenn es keinen hat, dann werden wir weiterhin 26 Mal bezahlen für 26 Mal das Gleiche. Ich glaube, das muss auf der Ebene der Finanz. Die Finanzdirektoren, ich war bei allen Regionalkonferenzen der Finanzdirektoren, da stößt es auf Interesse. Häufig ist es aber so, dass dann eben die Justizdirektion oder die Wirtschaftsdirektion dann das Sagen hat bei der Beschaffung der Software. Im Budget steht dann so und so viel drin, oder? Und der Finanzdirektor müsste sich eigentlich überlegen, wie kann ich den Informatikaufwand senken. Oder? David Eberle vom Gemeindeverband ICT. Sie haben angetönt, dass es für einen Rahmenvertrag ein gewisses Volumen braucht, dass sich der Aufwand überhaupt lohnt. Die SIK macht ja zum Beispiel auch schon diese Rahmenverträge in Bezug auf Microsoft-Verträge und vielleicht auch andere. Macht es dann überhaupt Sinn, dass man eigene Rahmenverträge anstrebt oder ist das schon das Maximum, das die SIK rausholen konnte? Es ist gut, dass Sie diese Frage stellen, weil ich habe die selber für mich auch vorbereitet. Wieso schließen wir uns nicht einfach der SIK an? Es ist aber so, wir haben sehr viele unterschiedliche Softwareprodukte zum Beispiel. Und die Konditionen, die für Behörden, Ämter gelten, sind andere als jeweils für den EDU-Markt gelten. Also es gibt Lizenzen, da spielt es keine Rolle. Da spielt einfach das Volumen eine Rolle. Punkt, fertig. Da schließen wir uns auch SIK-Verträgen an und sagen, SIK-Konditionen, nehmt das, bessere gibt es nicht. Dann gibt es aber andere Hersteller, die natürlich gezielt in die Hochschulen rein wollen. Hochschulpublikum, man futtert an. Und dann geben sie auch entsprechende Konditionen. Also es gibt Produkte, die sind im Government-Bereich dreimal so teuer, wie sie beim EDU-Markt sind, und da lohnen sich dann einzelne Verträge. Stefan Zweili, bitte. Wenn ich jetzt die Konklusion aus Ihrem Vortrag nehme, Herr Kunz, dann wäre es sinnvoll, wenn man bei der Beschaffung generell mal den Kern evaluiert, egal was es ist, Hardware oder Software, und über den Bund hingeht und sagt, was ist dann der Kern? Könnte Hardware sein, man macht eine Ausschreibung und dann sagt man, okay, die Kantone haben noch andere Interessen oder die Gemeinden, spielt gar keine Rolle, und macht man Individualverträge für die Dienstleistungen obendrauf. Wo müsste man das platzieren, dass man ganze länderweite Verträge macht? Also natürlich bräuchte es eine Anpassung an vielleicht an das Beschaffungsgesetz sogar, aber das kann man, da gibt es einen Skaleneffekt. Da kann man, und zwar kann man Hunderte von Millionen sparen. Kaufen Sie für die ganze Bundesverwaltung, die ganze Kantone die gleiche Hardware, ICT ist ICT, und wenn Sie eine Speziallösung obendrauf brauchen noch, dann wird das separat abgerechnet. Oder kaufen Sie Software, ist egal was.
da kommt nämlich auch der Faktor Macht dazu, oder? Macht gegenüber den großen Soft- und Hardwareherstellern. Also das ist schon, natürlich, das stimmt, aber wir leben in der Schweiz. Sorry, nein, und ist kein Witz. Wir haben den Bund, wir haben 26 Kantone mit 2300 Gemeinden, sie müssen die alle zuerst, der Bund darf nicht den Kantonen vorschreiben, was sie beschaffen sollen. Das ist die Hilfsmittel, die Kantone brauchen, um ihre Tätigkeit auszuführen, dürfen sie in eigener Kompetenz beschaffen. Darf ihnen der Bund nicht rein, wenn er das tun würde, hätten wir erboste Briefe von Regierungsräten, oder? Nein, das ist unsere Kompetenz. Also sie müssen eine Freiwilligkeit hinkriegen, dass die Beschaffungsstellen der Kantone, des Bundes gemeinsam sagen, wir kaufen, weiß nicht wie viel, 1000 PCs und. Aber vorher müssen sie wahrscheinlich noch die entsprechenden kantonalen Netze dann harmonisieren. Der Bund hat einen anderen Standardarbeitsplatz als der Kanton Zürich und. Also das müssten Sie alles beginnen zu harmonisieren. Und wenn Sie das schaffen, ja, dann würde das sehr viel sparen. Und das ist eben der Preis, den wir für den Föderalismus bezahlen, dass eben die Kompetenz, etwas zu tun, immer auf die tiefst unterste Ebene gelegt wird. Das mag jetzt bei der Beschaffung finanziell negativ sein. Das ist aber beispielsweise bei der politischen Beteiligung eher positiv, oder? Oder beim Geldausgeben sonst in der Gemeinde ist es ja gut, wenn man sehr nahe dran ist, ob man jetzt diese Straße tät oder eine andere. Also das kommt aus dem Grundkonzept der Schweiz heraus. Und das wird schwierig, das so zu bündeln. Aber wenn wir schon nur ein paar bündeln können, können wir Einsparungen erzielen. Ich denke auch, dass es ein sehr großes Unterfangen wäre, das Ganze eben zuerst mal in Gedanken durchzuspielen, wie müsste das ganze Konstrukt aussehen. Aber wenn es von unten hochkommt und einzelne Kantone sagen, okay, jetzt Kanton Wern, wir haben eine Open-Source-Strategie, wir machen jetzt mal so, dass wir eben Individuallösungen veröffentlichen und schauen, wer macht da sonst noch mit. Und eben es gibt Netzwerke, die SDK oder E-Operations, und dass man dort eben mit positiven Erfahrungen davon, also diese Macht davon erzählt und so eigentlich halt das Ganze von unten nach oben kommt und ja, das vielleicht so zustande kommen könnte. Ich hatte immer am Stammtisch mal so eine Idee. Der Bund muss ja eigentlich eine Informatikverträglichkeitsprüfung neuer Gesetze machen. Und meine Idee war, dass er eigentlich das immer gleich mit einer Referenzimplementierung unter Open Source untermauern soll und dann kann dann jeder darauf aufbauend immer noch machen, was er will. Das war so mal meine Idee zu dem. Jetzt habe ich Ihr Geschäftsmodell richtig verstanden? Also Sie würden dann vorgeben, welche Funktionalitäten eine bestimmte Software aufweisen muss und dass Sie würden sagen, wir beschaffen das, Kantone wollt ja mitmachen. Also Sie geben die Funktionalitäten vor, die beschafft werden für eine bestimmte Software. Also es ist nicht an Jekami, dass die Kantone sagen, wir wollen dieses und jenes. Sie sagen, was beschafft wird, wollt ihr mitmachen, ja oder nein? Nein, umgekehrt. Umgekehrt? Umgekehrt. Nehmen wir an, drei Kantone haben das gleiche Problem. Jagdpatent, Fischereipatent, und das gibt es noch vorhin, gibt noch irgendwas. Das ist wahrscheinlich, Jagen, Fischen ist überall in etwa dasselbe. Ich muss jemandem eine Bewilligung ausstellen, damit er etwas tun darf. So. Ja, das kann man einen elektronischen Prozess machen. Jetzt können drei Kantone zum Beispiel sagen, anstelle, dass wir jeder von uns das selber entwickeln lassen, ob es jetzt Open Source ist oder bei einer anderen Firma, schließen wir uns zusammen und wir finanzieren das gemeinsam. Und dann brauchen sie aber einen Träger, der ihnen hilft, das zu tun. Wenn wir jetzt das bei der Grundbuchsoftware anschauen, das ist ja, mehrere Kantone haben versucht, eine gemeinsame Grundbuchsoftware zu beschaffen, hat auch nicht funktioniert. Sobald das die Kantone von sich aus machen, da explodieren die Anforderungen und dann gibt es ja, eben in diesem Probleme. Fall, genau, und in diesem Fall könnten ja diese Kantone kommen und sagen, wir schließen uns zusammen, das sind unsere Anforderungen, beschaff uns das und betreib uns als Service, Software as a Service beispielsweise. Oder beschaff uns das und wir betreiben es in unserem eigenen Rechenzentrum. War auch eine Möglichkeit. Also diese Dienstleistungen wären dann modular. Aber es darf nicht so sein, und dann würde das ganze Konzept scheitern in der Schweiz. Da bin ich überzeugt davon,
dass irgendeine Stelle kommt und den Kantonen vorschreibt, was sie zu tun haben. Dann haben sie die Garantie, dass niemand mitmacht. Niemand will sich in seine Souveränität reinreden lassen. Das ist so. Und wenn die Kantone gemeinsam es nicht schaffen, eine Software auszuschreiben und einzukaufen, ist ja nicht der Bund schuld, oder? Aber es ist schön manchmal zu hören, dass nicht der Bund der Einzige ist, der manchmal ein paar Millionen versanden lässt. Noch eine letzte Frage. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und den Referenten nochmal für ihre Vorträge. Applaus